FAN aktuell, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Hier nun für Sie zusammengefasst die wichtigsten Nachrichten für Niedersachsen und Bremen im Überblick. Am Montag wurde in der Nordsee der größte deutsche Meereswindpark Bad Offshore 1 eröffnet. Für das kommerzielle Projekt wurden rund 100 Kilometer nordwestlich der Insel Borkum 80 Anlagen installiert. Die Leistung von 400 Megawatt entspricht ungefähr dem Jahresstrombedarf von mehr als 400.000 Haushalten. Die erste Anlage speist bereits seit Ende 2010 Strom ins Netz. Inzwischen liefert der Windpark 75% des deutschen Offshore-Stroms. Mit weit über 2 Milliarden Euro Investitionskosten ist der Park deutlich teurer geworden als geplant. Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr will allen Bürgern Wahlfreiheit zwischen einer privaten und einer gesetzlichen Krankenversicherung eröffnen. Ich möchte, dass alle Menschen selbst entscheiden können, wie und wo sie sich versichern wollen. Das ist meine Vision. Notwendig ist, dass jeder die Grundleistung versichert hat, so Daniel Bahr. Derzeit dürfen sich nur Bürger mit einem Bruttoeinkommen von mindestens 47.000 Euro privat krankenversichern. Außerdem sollen nach Bahrs Vorstellungen künftig alle Versicherten eine Rechnung von ihrem Arzt bekommen. Bislang ist dies nur in der privaten Krankenversicherung Pflicht. Gesetzlich Versicherte haben aber das Recht, sich eine Rechnung ausstellen zu lassen. In Hannover startet am Dienstag die Bundestagswahl sowie die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters. Denn die beiden Briefwahlstellen im neuen Rathaus und im Potbi-Park an der Lister Straße öffnen ihre Türen. Hannoveraner, die am Wahltermin verhindert sind, können also schon jetzt ihr Kreuzchen machen. 3.900 Wahlhelfer hat sie bereits rekrutiert. In den Wahllokalen müssen zwei Wahlurnen bereitgestellt werden. Eine für die Bundestagsstimmzettel, eine für die OB-Wahlunterlagen. 402.000 Hannoveraner dürfen ihr Kreuzchen bei einem der vier Bewerber um den höchsten Rathausposten machen. Nur 374.000 Bürger sind es, die die Zusammensetzung des Bundestags mitbestimmen dürfen. Bis zum 20. September um 13 Uhr können die Briefwahlunterlagen für die OB-Wahl abgeholt werden. Für die Bundestagswahl reicht die Frist sogar bis 18 Uhr. Bis Ende vergangener Woche sind bei der Stadt Hannover 158 Anträge auf Betreuungsgeld eingegangen. 28 der Anträge erfüllen die Voraussetzungen nicht. Zunächst 130 Familien werden Betreuungsgeld bekommen. Eltern können es nach der Elternzeit beziehen, wenn sie ihr Kleinkind nicht in eine staatlich geförderte Betreuung bei einer Tagesmutter oder in die Krippe geben. Er gilt für Kinder, die ab dem 1. August ein Jahr alt geworden sind. Seit dem 1. August besteht auch der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Bis Jahresende werden rund 120 weitere Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren entstehen. Dann stehen rund 5.200 Plätze bei Tagesmüttern oder in Krippen zur Verfügung, die für rund 56% der Ein- und Zweijährigen ausreichen sollen. Weitere 250 Plätze seien bis 2015 geplant. Angst um Niedersachsens stolzen TV-Tiger Elvis. Die mächtige weiße Raubkatze hat sich bei einem Unfall schwer verletzt. Jetzt kämpfen Spezialisten der Tierärztlichen Hochschule Hannover um das Leben des Tigers. Als Kraftpaket Elvis durchs Gehege tobte, stürzte er vom 2,50 Meter hohen Schlafhaus. Die Folgen waren fatal. Ein Splitterbruch im rechten hinteren Wadenbein. Die Schmerzen waren so stark, dass Elvis eingeschläfert werden sollte. Doch in Hannover entschied man sich für eine OP. 5 Stunden dauerte der Eingriff. Danach hat er so getobt, dass sich die Platte verbog, dass er ein zweites Mal operiert werden musste. Der Promi-Tiger erholt sich jetzt im Park, liegt im weichen Stroh, bekommt Medikamente. Fans des weißen Tigers zittern mit, haben schon 5.300 Euro für die teuren OPs gesammelt. Denn der Tierpark Eschede ist klamm, kann das Geld nicht alleine zahlen. Und das waren die wichtigsten Nachrichten für Niedersachsen und Bremen im Überblick. Jetzt direkt im Anschluss folgt noch das Wetter und danach gibt es eine neue Folge von Eileen at Work. Das war FAN aktuell. Ihnen weiterhin viel Spaß mit unserem Programm. Machen Sie es gut. Tschüss.